Der italienische Anschlag für zwei rechts, zwei links Rippenbündchen ist genauso einfach wie der für das 1:1 Rippenbündchen. Und hier zeige ich auch noch einen kleinen zusätzlichen Trick, vor allem für diejenigen, die dazu neigen, fest zu stricken. Dafür verwende ich zwei unterschiedlich dicke Nadeln. Oder wer Stricknadeln hat, bei denen sich die Spitzen aufschrauben und dadurch austauschen lassen, kann an einem Ende eine dicke Nadelspitze anbringen und am anderen Ende eine dünne. Zum Anschlagen lege ich die dicke Nadel nach unten. Den Anschlag habe ich schon öfter gezeigt. Hier noch einmal kurzen Faden zwischen den Nadeln und hinter den langen Faden legen und eine, das habe ich zu fest angezogen, machen wir es nochmal zum Zeigen, kurzen Faden zwischen die Nadeln legen und hinter den langen Faden mit den Fingern ein bisschen festhalten, wird aber schon nach der zweiten Runde fest, nach der zweiten Wicklung. Eine ungerade Zahl wird benötigt. Ich nehme wenige Maschen, damit es schneller geht. Und nun wird die dicke Nadel herausgezogen. Wichtig ist, dass immer mit der dicken Nadel von der dünnen Nadel abgestrickt wird. Und die dünne Nadel ist die Stärke für das spätere Gestrick. Die dicke bleibt nachher weg, nach den ersten drei italienischen Doppelrunden. Bei dem Wickelanschlag lockert sich die letzte Masche immer ein wenig. Das ist nicht schlimm, weil sie am Faden leicht nachreguliert werden kann. Nun wird die dünne, jetzt noch untere Nadel zurückgezogen, das Ganze gewendet, die dicke Nadel herausgezogen und die dünne zurückgeschoben. Das war schon die erste Runde. Und nun können beliebig viele Runden gestrickt werden. Bei meinem Muster hatte ich fünf Runden gestrickt. Am liebsten mache ich es mit drei Runden. Hier probiere ich es vielleicht sogar mal mit zweien aus, damit es nicht so lange dauert. Moment, da wollen zwei zusammen mit, dürfen sie nicht. Einzeln werden sie abgestrickt. Einfach glatt rechts rundherum stricken. Aber auf zwei Nadeln aufgeteilt. Dazu wird jetzt wieder die dünne Nadel nach hinten gezogen, zurückgenommen. Dann wird das Ganze gewendet. Die dicke Nadel wird herausgezogen, die dünne zurückgeschoben. Und damit vollende ich die zweite Runde und dann will ich das gleich mal ausprobieren. Mit dem Übertragen auf eine Nadel, auf eine dünnere Nadel. Es wird also vorübergehend noch eine zweite Nadel, eine dünnere Nadel benötigt, die ich nun dummerweise nicht bereitgelegt habe. Mal sehen, ob ich eine herholen kann. Ja. Und wenn man nicht gerne Fäden vernäht und den Faden nicht zum Zusammennähen von Teilen braucht, zum Beispiel bei einem Schal ist das ja nicht nötig, dann kann man den Faden hier in den Falz reinlegen und verschwinden lassen. Und nun geht es für das 2:2 Rippenbündchen so los, wird auf eine Nadel übertragen, eine Masche von hinten anfangen, wo der Faden ist, dann zwei von vorn, zwei von hinten. Das ist schon das ganze Kunststück. Anstatt einer Masche immer im Reißverschlussprinzip, werden hier immer zwei im Reißverschlussprinzip auf eine Nadel übertragen für das 2x2 Rippenbündchen. Jetzt habe ich es auf eine Nadel übertragen. Ich ziehe das durch,
weil ich ja hier den Strickfaden habe, muss ich es nach der anderen Seite durchziehen bzw. durchschieben. Und nun kann ich schon das Rippenmuster beginnen. Ich stricke jetzt schon mit der dünnen Nadel, weil ja jetzt 2 rechts, 2 links anfängt. Da brauche ich die dicke Nadel nicht mehr. Wer mit 2 oder mehr Nadeln strickt, kann dafür nun die anderen Nadeln in der Nadelstärke dazu nehmen. Ich muss nachher die dicke Spitze austauschen. Also die hinteren Maschen erscheinen schon links, die werden links gestrickt, die vorderen Maschen erscheinen rechts, werden rechts gestrickt, die hinteren beiden links stricken und so immer weiter 2 rechts, 2 links stricken und der Anfangsfaden ist, ich mache eine rechte Randmasche, Anfangsfaden ist nun schon in dem Bogen verschwunden. Und so geht es weiter. Ich denke, ich brauche das nicht zeigen, aber ich hole noch mal mein Muster her, wo es zu sehen ist. Da habe ich auch 5 Reihen gestrickt. Wichtig ist, dass mit der dicken Spitze von der dünnen Nadel abgestrickt wird. Leider geht es aber nur beim Rundstricken und vorübergehend wird eine zweite Nadel benötigt bei der Übernahme auf eine Nadel. Beim nächsten Mal gibt es wieder neue Tipps von MP und jetzt gibt es wieder liebe Grüße an einen lieben Menschen.